Hallo Leute, long time no see. Wir sind wieder unterwegs bei AR und das letzte Mal standen wir vor dem Problem, hier über die drehenden Zahnräder zu kommen, und das hat sich nicht geändert und das gehen wir jetzt dann mal an und ich hoffe, dass es schnell zu erledigen ist. So, bis dahin ist es noch relativ einfach. Jetzt müssen wir das abpassen, dass wir gerade das passende Stück hier vorbeikommen haben. Während wir springen, okay, hat nicht geklappt, aber es war jetzt noch nicht so dramatisch. Wir sind ja nicht ganz runtergefallen. Okay, da kommt es langsam. Und rechtzeitig springen. Geschafft. Und zum Schalter rüber. Also halb so wild, nicht ganz so schlimm wie befürchtet. Aber was passiert jetzt? Okay, jetzt hat sich was anderes aktiviert. Aber wir müssen wieder über diese... Wir müssen da wieder lang, ne? Ach Mist. Schade, ich dachte, ich hätte das jetzt überstanden mit dem Springen. Ja, okay, da hebt sich jetzt immer so ein Zahnrad an. Und das brauchen wir wahrscheinlich, um auf ein weiteres springen zu können. So, von hier aus gibt es aber erstmal keine Möglichkeit, ne? Ja, doch hier. Da können wir drauf springen. Zack. Andere Möglichkeit wäre gewesen, halt ganz runter zu gehen und es erneut von Anfang an zu machen. Und hier rüber. Jo. Sehr schön. Sauber, sauber. Bevor ich das mache, das mit dem Aktivieren, will ich hier erst nochmal lesen. Beeilt euch, die Männer des Königs werden bald hier sein. Hoffentlich sind die Schriftrollen hier drinnen sicher. Frage, ob jetzt die Tür aufgeht oder ob da wieder ein weiteres Licht angeht. Da geht wieder ein Licht an. Das war rot, blau. Okay. Aber wo geht's jetzt weiter? Wo geht's jetzt weiter? Die Tür hat sich hier nämlich leider nicht geöffnet. Alter des Königs nochmal. Da hoch oder da runter? Sich denn da jetzt was eigentlich geöffnet? Oder habe ich das vorhin hier einfach übersehen? Weil hier ja auch noch eine Schriftrolle ist, die geöffnet ist und wahrscheinlich gelesen werden kann. Als der Schöpfer die Menschen erschuf, beschützte ihn dabei der Hüter der Träume. Er wusste um die Verbindung zwischen der großen Träumerin und der Ewigkeit. Manchmal gerieten Ängste und Albträume in die Welt. Und wenn sie von menschlichen Gedanken aufgeschnappt wurden, verwandelten sie sich in schreckliche Wirklichkeit. Deshalb erschuf er mächtige Gesänge über die Zeit und den Frieden. Geschichten, um die Albträume zu verwirren und sie in ewigen Schriftrollen zu bannen. Albträume in Schriftrollen zu bannen. Furchtsame Geschichten werden niemals wahr, solange sie in seinen Hallen des Schlafs in Vergessenheit geraten. Krass. Und das wäre was, wenn Albträume wahr werden. Wir sind auf einen wahren Schatz gestoßen, aber da war ich doch schon. Der Fahrstuhl.
Kann ich mit dem Fahrstuhl nochmal hochfahren, aber das bringt es ja auch nicht. Steht es ein bisschen auf dem Schlauch. Erste Etage, zweite. Nochmal mit dem Fahrstuhl fahren vielleicht. Das ist das Einzige, was mir jetzt so einfällt. Ich habe ja... Moment, wie war das? Ich habe zwei Sachen eben vorhin aktiviert. Dann oben... War das oben beim Fahrstuhl? Da waren zwei Schalter, aber die konnte ich noch nicht aktivieren, weil noch irgendwie kein Saft, kein Strom drauf war. Jetzt habe ich ja irgendwie was eingeschaltet. Das heißt, dann geht das jetzt vielleicht. Ah, hier bin ich ja dann völlig falsch. Ich werde nochmal den Fahrstuhl probieren. Wenn ich den denn jetzt wiederfinde. Hier geht's rauf. Ich springe da einfach mal runter. Nee, bin ich auch verkehrt. Wo war das denn mit dem Fahrstuhl? Hier ist doch der Fahrstuhl, oder? Nein. Da hatte ich die zwei Schalter aktiviert. Das war die zweite Etage. Also jetzt nach unten zum Fahrstuhl. Ich möchte nur einen Weg nach unten finden, ne? Oh, ich bin so blind im Moment. Da geht's doch runter. So, fahre ich nochmal hoch mit dem Fahrstuhl. Mal gucken, ob sich was verändert hat. Da brauche ich hier die Laterne. Na toll. Da öffnet sich nichts, nein. So, okay, also mit den beiden Schaltern habe ich vielleicht diese aktiviert. Jetzt kann ich sie benutzen. Ja, das war ja vorhin nicht, okay. Damit müsste ich dann wahrscheinlich zum dritten Ah nein, das war die Geschichte hier mit dem... auch nicht schön. Ja, jetzt irre ich hier leider rum. Und ich habe keine Ahnung, wo es weitergeht. Bestimmt bin ich wieder an irgendeinem Gang oder irgendeiner Tür vorbeigelaufen. Weil ich hätte die Laterne aktiviert haben müssen, um zu sehen, wo es weitergeht. Der Bohrer, hier war ich doch schon. Das sind die mit den Schriftrollen. Ob sie die bergen sollen oder nicht.
Das war da, wo der Weg übers Rohr ging. Also okay, hier ging es nicht weiter, sondern ich musste über das Rohr. Ja, das habe ich jetzt ja wiedererkannt. Ja, aber das hatte ich ja aktiviert. Ich dachte, hiermit wäre ich fertig. Nee, also über den Fahrstuhl muss ich offensichtlich nicht mehr. Sorry, stehe ich völlig auf dem Schlauch. Naja, immerhin haben wir die Sprungpassage schon mal geschafft. Kann man hier runter jumpen? Okay, ich spring mal einfach. Autschen, Autsch. So, hier ist die Stelle, wo die beiden Lichter angegangen sind. Und das kann ich bestimmt aktivieren, wenn ich das dritte noch aktiviert habe. Aber wo? Wo, wo, wo? Ich denn hier schon mal? Okay, Sackgasse. Ja, hier unten war ich schon mal, aber kann man da über die Rohre noch weiter? Da oben ist doch was. Okay, dann war ich hier noch nicht abgebogen. Das wird jetzt ja wohl hoffentlich mal den letzten Schalter öffnen. Wie komme ich da hin? Wie komme ich da jetzt hoch? Hier erstmal weiter. Da geht's runter. Da, okay. Das ist es, das ist es, das ist es. Das müsste jetzt das letzte Licht eigentlich sein. Jawohl. Okay, ein gelbes Licht. Wollen wir mal die große Tür öffnen und schauen, was passiert. Die Versiegelung öffnet sich und tada! Das scheint das Ende zu sein hier von dem zweiten Tempel. Cool. Wenn das so ist, dann fehlt uns gleich nur noch einer. Bedächtig rausschreiten. Jetzt renne ich mal nicht. Einfach mal wieder ein bisschen Atmosphäre einfangen. Ein bisschen mit der Kamera spielen, so wie ich das gerne mag.
Ja, das sind genau meine Farben. Ach, was liebe ich dieses Farbenspiel. So Magenta, Lila, Rosa, leicht bläulich oder türkis, sowas. Schon echt stark. Oh Mann. Also entweder kriege ich eine Erkältung oder sind wieder Pollen unterwegs. Ist ganz verschnupft und rau im Hals. Sprechen. Endlich ist die Zeit gekommen. Zeit für den Hüter der Träume, um von seinem Tagtraum zu erwachen und sich zurückzuziehen. Wie sollte es mir auch gelingen, dein Volk vor den Ängsten zu schützen, die in ihren Träumen lauerten, nachdem sie den Glauben an mich verloren hatten? Ich bezweifle, dass du es vermagst, den Schatten, der deine Welt bedroht, aufzuhalten, Menschenkind. In jedem Menschen wohnt auch ein Schatten. Ein Schatten, den man Leere nennt und der sich nicht mit Macht oder Reichtum füllen lässt. Einfältigkeit ebnet der Leere den Weg und hilft ihr, alles zu vernichten. Der Schöpfer musste sich selbst opfern, um der gefräßigen Leere Einhalt zu gebieten. Land und Himmel zerbrachen während des großen Zerfalls. Hör mir gut zu, Menschenkind. Wird es dir gelingen, das letzte Fragment noch vor der Leere zu finden? Nun werde ich in einen tiefen Schlaf fallen und dir meine Sorgen überlassen. Ich bin frei. Und Fragment Nummer 2 ist da. Schön. Ich denke, dass das hier die Leere symbolisiert, die wieder alles zerstört und kaputt macht. Gut, dass wir das Fragment vor ihm gefunden haben. So, dann schreiten wir mal hier ins Licht, um wieder nach draußen zu gelangen. Trophäe erhalten. Wissen ist Macht. Schauen wir mal, wo wir uns gleich wiederfinden. Östliche Treppe vor dem Tempel. Und wieder sind diese Gesteine hier, die jetzt den Weg versperren. So, zweiten Tempel. Das heißt, wir sind gerade, haben gerade so die Richtung geradeaus zum Leuchtturm. Ich bin am Überlegen, ob wir da nicht gleich irgendwie zurück fliegen, einmal zum Leuchtturm. Wir können uns hier diese umliegenden Inseln noch einmal anschauen, dass wir dort vielleicht etwas entdecken können. So, die Tafel. Ah, das Tafel- und Vogelhaus. Okay, da waren wir schon. Da links ist das Vogelhaus zum Spawnen. Westliche Treppe, hier waren wir ja, glaube ich, vorhin schon. Ja.
bisschen tiefer fliegen. Gucken, ob sich hier unten noch was befindet. Nee, ist wohl nicht der Fall. Und nochmal auf der anderen Seite. Höhle oder ein Durchgang? Okay, scheint jetzt nur ein Durchgang zu sein. Aber da haben wir noch eine große Tafel. Das zeigt dir so die Städte. Ein Turm, Stadt, Wald. Teil einer Landkarte, glaube ich. In Stein gemeißelt, wieder eine Trophäe erhalten, weil wir etwas entdeckt haben. Gut. Nördlich waren auch noch zwei Inseln. Das auf der Karte so gesehen habe. Ist das so? Nordwestlich. Jetzt sind die weiter oben. Da würde ich doch gerne noch einen Blick drauf werfen. Aber anscheinend auch nichts von Bedeutung. Also noch einmal zum Leuchtturm. Gucken, ob so die Richtung passt. Ich bin mir noch nicht sicher, ob ich das gut finde, dass es hier irgendwie keine Map gibt oben in der Ecke. Was ist das? Schöpfer, der Schrein des Schöpfers. Da ist die Tür aber noch zu. Und hier ist noch nichts zu wollen. Okay, haben wir wieder einen Teil von der Karte aufgedeckt. Schrein des Schöpfers. Okay. Oh, ganz falsche Richtung. Waren wir denn hier schon? Da unten ist doch auch was. Vielleicht können wir noch was über die Geschichte erfahren. Das kommt mir doch jetzt auch unbekannt vor. Ich glaube nicht, dass wir hier waren. Teil 1 lesen. Mein Name ist Aram und ich war Zeuge des großen Zerfalls.
Mein Jüngstes war krank und ich bat die Tiergeister um Hilfe. Als ich am Schrein von Iloqui betete, durchschnitt ein schrecklich heller Schein den Himmel und das Land erzitterte und schrie. Vor Schreck flog ich davon und beobachtete mit Adleraugen, wie das Land in Stücke zerbrach und zu Staub zerfiel. Nur ein Ort erschien mir still. Dorthin flog ich und ließ mich angsterfüllt nieder. Das war der Leuchtturm. Ja, da wollen wir jetzt ja eigentlich auch hin. Zum Leuchtturm. Der Leuchtturm war von einem goldenen Schein umgeben, der mich wärmte und beruhigte. Ich sah die Priesterin Kara weinend an mir vorübergehen. Sie trug einen der Laternenschlüssel, so wie sie ihn in der Stadt Ursa fertigen. Aber die Laterne war tot. Kara war es, die schimmerte, aber vor meinen Augen begann sie zu schwinden. Sie stieg den Leuchtturm hinab und ich sah, dass sich etliche Tiergeister um den Turm versammelt hatten, um ihr zuzusehen. Als Kara vor sie trat, neigten sie ihre Häupter und ließen sie dann, wie einem wortlosen Befehl folgend, allein zurück. Dann sah Kara mich an und sagte, »Du bist Aram? Ich kenne dich und wir haben etwas zu besprechen.« Ich fand meine Stimme und fragte, »Was ist mit der Welt geschehen, Kara?« Einen Moment lang blieb sie still. Dann sagte sie, »Eine große Gefahr ist an uns vorübergegangen. Zugleich jedoch auch ein großes Licht. Es ist an der Zeit, dass wir uns alle zusammenfinden, damit wir wieder in Einklang mit der Welt leben können.« Seit dieser Zeit fliege ich von einer zerbrochenen Insel zur nächsten, um den Vermissten von einer neuen Heimat zu berichten. Dorthin, wo wir unsere Wunden heilen können, wo mein Jüngstes sich erholen kann. Okay. So, Leuchtturm, wo bist du? Moment mal, der Turm da hinten, das könnte doch... Das ist doch der Leuchtturm, genau. Die Siedlung. Ich und John und meine Eltern vor uns, wir kümmern uns schon seit Jahren um das Land der Götter. Sonderlich viel habe ich über die Rituale der Pilgerreise jedoch nicht nachgedacht. Warum zieht es nur Vogelwandler auf die Pilgerreise? Es gibt andere Wandler, die von anderen Geistwesen auserwählt wurden. Natürlich gibt es da Geschichten, die von Kara erzählen. Auch sie war ein Vogelwandler. Aber da steckt bestimmt noch mehr dahinter. Ähnlich verhält es sich mit Karas Licht. Es fühlt sich so an, als hätte man es dir anvertraut, damit du Licht ins Dunkel bringst. Jedoch liegt ein Teil der Pilgerreise noch vor dir, oder? Lass mal sehen. Nur noch ein Tempel ist übrig. Er befindet sich hinter dem Sturm der heulenden Gipfel auf dem Dach der Welt im Norden. Dort gibt es ein Kloster, in dem man einst in Abgeschiedenheit leben, arbeiten und lernen konnte. Das Siegel befindet sich nicht am Tempel, sondern nahe eines kleinen Glockenturms. Hoffentlich gibt's da keine Gargoyle. Mit Blick auf Dark Souls. Sieh dich vor, wenn du durch den Sturm fliegst. Man kann sich leicht verirren und der Sturm hat mit den Jahren an Stärke zugenommen. Hast du Erin gesehen? Ich habe mich nur kurz umgedreht und jetzt kann ich sie nirgends finden. Oh, das ist alles meine Schuld. Ich weiß, dass sie meine Abenteuerlust geerbt hat, aber das ist nicht dasselbe. Weißt du, es ist völlig anders, wenn es ums eigene Kind geht. Kannst du mir bitte helfen, sie zu finden? Ich werde am Camp suchen und nach dem Himmelsboot sehen. Hoffentlich hat sie nicht das Himmelsboot genommen. Könntest du den Rand der Insel absuchen und schauen, ob du sie finden kannst? Ja, das kann ich machen. Aber
Ich werde den Rand der Insel erst in dem nächsten Part absuchen, auf der Suche nach Erin. Und danach, haben wir schon gehört, geht es Richtung Norden. Ich schaue mich auch mal hier auf der Karte um. Ja, der nördliche Bereich, der fehlt uns ja noch. Alle anderen Sachen sind hier schon recht gut entdeckt. Alles klar. Dann bedanke ich mich bei euch für eure Aufmerksamkeit und hoffe, dass wir uns im nächsten Part sehen. Ich betschüsse mich. Ciao, bis zum nächsten Mal, euer Pelzley.